Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier bei Hearthstone. Und ja, heute widmen wir uns dem Solo-Abenteuer. Ich wollte es eigentlich blind spielen, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt schon angespielt. Und zwar, wie hieß das? Der Fluch von Naxxramas. Genau, ein Hearthstone-Abenteuer. Kel'Thuzad hat seine Zitadelle stark aufgerüstet und ist bereit für die zweite Runde. Der heroische Modus ist sehr schwer und nichts für zarte Gemüter. Damit wollte ich jetzt auch gar nicht anfangen, sondern wir spielen normal ganz am Anfang. Also, das ist jetzt spät. Ich weiß, das ist jetzt sehr spät, dass ich das das Solo-Abenteuer spiele. Das ist schon einige Zeit lang draußen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt einfach nochmal an. Ich habe es beim letzten Mal, also als ich das selber einmal hier, seht ihr, ich habe das Arachnidenviertel schon gespielt. Das andere muss ich mir noch kaufen. Werde ich auch auf jeden Fall machen. Aber wir fangen einfach nochmal von vorne an. Arobrekan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Und wir fangen an gegen Anubrekan. Und zwar hier den Spinnenfürsten. Ich weiß noch nicht, welches Deck. Was nehmen wir denn mal? Also es sind immer noch größtenteils die alten. Ich denke mal, ich werde mein Jägerdeck nehmen. Weil Jäger einfach generell stark ist. Ich finde die Heldenfähigkeit. Ja, komm, ich bin mal langweilig, oder? Weil Jäger ist wirklich. Ach nee, komm, Zulok. Ich nehme mein altes Hexenmeister. Zulok Deck und wir schauen einfach mal, wie das jetzt ausgehen wird. Also wie gesagt, ich habe die schon mal geschafft. Das hat man auch eben an diesen Haken erkannt, also da. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass ich es möglichst nochmal hinbekomme. Gul'dan gegen Anubrekan. Anubrekan. So, mein Freund. Wir haben schon mal einen interessanten First Turn. Zweimal Soulfire, einmal Leroy Jenkins, einmal behalte ich Soulfire. Ist gar nicht mal so schlecht, die Karte. Terrorwolf Alpha, oh, das ist natürlich jetzt richtig schäbig. Damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Ihr seht auch hier, Solo-Abenteuer sieht anders aus als Ranked oder normale Spiele. Hier, das ist extra bearbeitet worden hier mit dem Totenkopf. Kann man da, ja, da kann man sogar was machen. Das ist ja cool. Ja, wir spielen die Argentum-Knappeln. Es bleibt uns ja nicht viel übrig, außer erste Runde Soulfire. Warum auch nicht? So, hier Heldenfähigkeit hat der Typ Huschen, beschwört einen Neruba. 3-1. Für 2 Mana. Ich finde die strong. Also ich finde die Heldenfähigkeit an sich strong, aber der schwach. Also ich habe den ja schon mal besiegt und der Typ an sich ist ziemlich weak. Das weiß ich ja jetzt. Oh, ich hätte Soulfire. Oh, warte mal, Moment. Riskiere ich das? Spiele ich gleich einmal Surfer? Nee, das mache ich nicht. Das sind 8 Damage. Die bewahre ich mir auf. Flammenwichtel habe ich. Warum kostet der denn jetzt mehr? Diener mit Kampfschrei kosten mehr. Ah, der Netzfürst der Neruba. Starke Karte. Also 1-4 für 2 und der Effekt. Also wenn man gegen jemanden mit Kampfschrei spielt, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Trotzdem will ich meinen Wichtel holen. Todesröcheln ruft zwei spektrale Spinnen herbei. Ja, dann töten wir den einfach mal nicht und denken uns so, fuck off. Den besiegen wir auch so. Ja, also der erste ist noch locker. Den habe ich auch mit meinem Jägerdeck das erste Mal 30-0 besiegt. Also ich hatte Full Life. Habe ich jetzt nicht wegen dem Wichtel. Und was ist das denn? Todesfürst? Uiuiuiuiui. Der hat 8 Health. Euer Gegner legt einen Diener aus seinem Deck auf das Schlachtfeld. Ist in Ordnung. Soulfire will ich jetzt eigentlich nicht doppelt Moment. Moment, das natürlich. Moment. Ich benutze Soulfire jetzt zwei. Oh nein! Ich könnte es verlieren. 50-50. Versuche ich das? Ja, das versuche ich, oder? Ja, komm. Ja, wir haben das zweite Soulfire. Oh yeah, baby. Jetzt zerstören wir diesen Typen. Das war ziemlich gut. Oh, wir kriegen verwüstet. Oh my goodness. Gut gespielt. Gut gespielt. Es spricht. Es spricht und es hat gleich verloren. Fügt ein Diener 4 Schaden zu. Schattenblitz. Das ist natürlich weniger toll. Aber ihr seht, 19 Health. Die 2 Soulfire haben sich richtig gelohnt. Wir haben jetzt einen Verwüster auf dem Feld. Schildmeister von Zenjin. Raus damit. Attack. Und Attack. Und fertig ist der Zug. Ja, das ist gut. Monstrosität, okay. Ich mag diesen Effekt, wenn man das zerstört nicht, aber
Ist okay, wir ziehen erstmal eine Karte. Agentum, Knappen und Terrorwolf Alpha. Na, den spielen wir mal und den auch. Und dann zerstören wir die Monstrosität. Und dann sind bei mir zwei Diener weg. Okay, later. Later, Bitches. Okay, zwei sind... Oh, ich habe mich gerade vertan. Okay, ja, egal. Das ist in Ordnung. Dafür haben wir gleich gewonnen, das weiß ich so schon. Nax. Was ist das denn? Nax Ramas Schemen. Erhält zu Beginn eures. Ah ja, die Karte kennen. Die hat er hier beim ersten Mal auch gespielt und die war auch nicht strong. So, wir haben Schildträger und ziehen eine Karte. Und im besten Fall ist das eine Dings. Teufelswache. Okay. Ich glaube, die heißt Teufelswache. Diese 5-7er mit Ansturm, die ist pretty strong. Und was haben wir denn da jetzt? 3-3 und er hat Attack. Todesstreit raus. Das ist natürlich, wenn ich den Effekt hier schon sehe, ne? Fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Ja, der Typ ist einfach nur... Da war Blizzard nett. Also im Solo-Abenteuer der allererste, den haben sie nicht stark gemacht. Warum auch? So, ich ziehe mal nochmal eine Karte. Und das war jetzt nicht gerade so cool mit einem Erntegolem. Aber wir haben genug Leben. Warte mal, oh mein... Habe ich überhaupt genug Leben? 9, 10, 11. Oh, ich muss aufpassen, was ich hier mache. Nicht, dass ich gleich... Hallo, ich könnte verlieren. Ich könnte fast verlieren. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh nee. Aber ich... Oh nee. Verliere ich jetzt? Warte mal. Was? Okay, Leute. Okay. Ihr habt nichts gesehen. Jetzt kommt mein Jägerdeck. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also wenn ihr gerade mein Grinsen sehen könntet. Eigentlich müsste ich Hearthstone mal mit Cam machen, so, ne? Naja, da habe ich nicht genug Frames. Und außerdem will mich eh keiner sehen. Aber wenn ihr jetzt gerade mein Grinsen sehen könntet. Oh. Ich habe verloren. Wie geil ist das denn? Ja, dann besiegen wir den Typen jetzt, aber mit dem Deck, mit dem ich es davor auch getan habe. So, First Turn, Wild Wolf, fertig ist, der hat jetzt. Den machen wir platt. Zulok klappt nicht, dann halt Jägerdeck holt er sich jetzt einen Neruba, ja, ne? Netzförster Neruba, spielt er den? Finde ich relativ crap, dass er den schon wieder auspackt, aber ist mir relativ egal, weil... ich den einfach mal ignoriere und er kann jetzt meinen Waldwolf töten, aber... Oh mein Gott, Frostblitz. Ja, er könnte ihn töten, aber benutzt Frostblitz, anstatt es andersrum zu machen. Cool. Die AI ist mal wieder cool. Jetzt bin ich eigentlich dafür, fast zu benutzen. Einfach 5 Free Damage. Jo. Da bin ich dabei. Bam, fertig. Ja, jetzt gewinnen wir. Also das eben war ja richtig Troll. Ich dachte so, ey, chillt man mal und ey, das geht schon, aber dass wir das noch verloren haben. Wie geht das denn? So, Oasenschnappkiefer. Raus mit dir. Was? Mit dem hier halben. Also der erinnert mich an einen Triceratops. Oder Triceratops, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Mehrfachschuss. 2 Diener, 3 Damage ist scheiße. Harrison Jones, raus mit dir. Bam. Und das Ding ist auch, Jäger hat irgendwann hier diese 2 Damage jede Runde. Also wenn ich die Heldenfähigkeit mache, das trifft ja direkt. Er hat jetzt was mit Taunt, das trifft direkt. Also Jäger hat da Vorteile, die andere Klassen nicht haben. Ist auf jeden Fall cool. Also das mag ich an Jäger. Also erstmal Irreführung spielen. Mit Harrison Jones, den Typ. Das ist ja jetzt... Oh, okay, müssen wir machen. Harrison Jones, damit geht mein Oasenschnappkiefer flöten. Jeder kriegt 2 Damage. Ich will den zerstören, weil der 5 Schaden hat. Aber Mehrfachschuss ist für mich gerade weniger worth dafür. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt... Ach. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. So, wir haben Mehrfachschuss. Wir haben Tundra Nashorn. Das geht wieder auf die Hand. Und er steht 15 zu 26. Steinhaut Gargoyle ist wieder im Rennen. Das ist auch so ein Galio für Arme.
Jeder League of Legends Spieler weiß jetzt, was ich meine. So, ich hole mir meinen Tierbegleiter. Oder? Ja, machen wir. Kenn ich nix. Mehrfachschuss und weg ist das Ding. Und der da kassiert Damage und ich hab einen Grummel. Oh. Ja, und jetzt kommt die Phase, da ist gleich Ende. Ich habe Tundra-Nashorn, ich habe 2 Damage. Das jetzt gewinnen wir wirklich. Das eben war auch relativ unlustig. Also, was laber ich da? Das war dumm, meine ich. Dumm von mir. Ha, Irreführung. Weg mit dem Steinhaut-Gargoyle. Boom. Weg mit dem. Oh, da kriege ich nochmal ein bisschen Damage. Oh. Oh. So, tödlicher Schuss. Wir töten mal einen random. Ich habe kein Mana mehr für meine Heldenfähigkeit. Ist aber nicht so schlimm. Das Tundra-Nashorn ist out. Wenn ich jetzt gleich ein Wildtier ziehe, hat es Ansturm. Da schon wieder der Todesfürst. Das ist jetzt natürlich... Und ein nerubisches Ei. Da hoffe ich... Och nee, ne? Naja, okay. Das Ding ist, wir sind immer noch Jäger. Und Jäger bedeutet, wir spielen die Trap. Wir machen den hier. Und da greife ich jetzt am besten nicht an. Nö, fertig. Den Attack kann er jetzt hier gleich machen. Aber er hat noch sie. Ey, Leute, wenn ich das jetzt wieder verliere. Moment. Nee, oh, nee. Oh, nee, ich habe ja keinen Taunt. Das könnte sein. Das könnte... Ey, nee. Leute, dann frage ich mich wirklich, wenn ich jetzt wieder verliere, dann sind die Typen schwieriger geworden. Ich habe die nämlich beim ersten Mal locker geschafft. Und ich frage mich, warum das jetzt irgendwie... Ragnaros. Oh, sweet Ragnaros. Wenn die 8 Dam... Ja, Ragnaros, out. Egal, was er trifft. Egal, was er jetzt trifft, es ist gut. Wenn Ragnaros jetzt direkt trifft, habe ich gewonnen. Ja. This is why we love Ragnaros. Yo, ach, warum nur? So, damit hätten wir den ersten im Solo-Abenteuer. Werdet die Großwitwe niemals besiegen. So, wir haben Anubrekan. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder hier bei Hearthstone. Bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns wieder im Arachnidenviertel und ja, ich verabschiede mich erstmal. Macht's gut, haut rein. Tschö.